War ja gar nichts. Na also, danke. War doch nicht so schwer. So, damit haben wir auch diesen Koloss besiegt und er sinkt zu Boden. Sieht so traurig aus, wie er stirbt. Oh, der arme Kleine, er hat doch nichts getan. Im Grunde haben die Kolossen mir wirklich nichts getan. Ich ziehe jetzt dieses Land und töte irgendwelche Wesen, nur um ein Chick wieder zu beleben. Das, keine Ahnung, ich meine, es ist wie, als würde man durch das Kükenland ziehen und kleine Entchen und Küken eben kaputt schlagen, nur um seinen Chick zu retten. Ich meine, grundsätzlich, ob man das tun würde oder nicht, aber ist eine andere Frage. Aber die Frage ist, wieso muss man kleine Küken K.O. schlagen? Die Kolosse würden einem doch gar nichts tun, wenn man sie einfach in Ruhe ihr weiter chillen lassen würde. Ich meine, die meinten da ihr own Business, hängen da die Ewigkeit halt rum und kratzen sich am Hintern, wo ihre A-Haare sind und so. Und dann kommt ein kleines Männchen und ersticht sie. Warum? Ich meine, es ist nicht so, als hätten die den Streit angefangen. In der Regel ignorieren sie ihn doch sogar voll und ganz, bis man sie provoziert. Der Vogel hat mich zum Beispiel komplett ignoriert. Die hat nichts gewollt von mir, dass ich ihn mit dem Pfeil beschossen habe. Der nächste Feind ist, das Paradies treibt auf dem See, das schweigt, ein schweigsames Wesen führt den Donner. Eine bewegliche Brücke, die höhere Boden, die höheren Boden erschließt. Ja, ich weiß, welcher Gegner das ist, und auch das ist einer der etwas nervigeren, trotz allem finde ich nicht so arg schlimm. Allerdings dauert er etwas länger. Jetzt kommt übrigens wieder ein schnieschnaller Schnitt. So, ich denke, diesen einen Koloss mache ich für heute noch. Und dann chill ich wieder eine Runde, gehe schlafen und das übe ich jeden. Und erst dann werde ich bei Gelegenheit weiterspielen. Denn ich habe jetzt wieder mal genug Videomaterial zusammen, dass es für eine Weile reicht. Und ja, entschuldigt übrigens den Schnieschnallschnitt gerade. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, dass ich so ein Scheiß habe. Auf jeden Fall, ja, wir werden jetzt diesen Koloss machen. Es ist wieder ein Koloss, der mit Wasser zu tun hat. Das war abzusehen, denn es war ja von einem See die Rede. Es ist hier oft von einem See die Rede, habe ich den Eindruck. Irgendwie ist fast jeder Koloss auf einem See oder so. Aber das macht uns nichts. Wir reiten jetzt erstmal zu ihm, wenn ich ihn denn finde. Auch das ist eine der Kolosse, bei denen man länger braucht, um sie überhaupt zu erreichen. Übrigens, ihr könnt euch ja vielleicht die Frage stellen, was passiert, wenn man zu einem Koloss hingeht, den man eigentlich noch gar nicht besiegen muss. Ich kann euch sagen, was passiert. Nichts. Es wird kein Koloss auftauchen. Wenn ihr dahin geht, wo eigentlich ein Koloss sein sollte, aber der noch nicht dran ist, also an der Reihe, nicht in der Reihenfolge, wie ihr sie besiegen solltet, dann ist da einfach kein Koloss. Da ist keiner, da ist dann gar nichts. Nur halt das übliche Areal, wo man dann gegen ihn kämpfen würde. Das weiß ich, weil es mir mal passiert ist. Ich habe einen Koloss besucht und bin außersichtlich zum vorletzten Koloss gegangen. Und ich wusste da schon, dass der Koloss da eigentlich erscheinen würde. Habe ich da dann umgeschaut und so. Und dann festgestellt, nee, es passiert nichts, also der Koloss taucht nicht auf. Fertig aus. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, die in einer bestimmten Reihenfolge zu besiegen, damit das Ganze irgendwie schneller geht. Nein, man muss sie tatsächlich in der vorgegebenen Reihenfolge besiegen. Soweit ich weiß, gibt es da auch keinen Glitch, um es hinzukriegen, dass es nicht so ist. Ich hoffe, dass der Weg hier der ist, den ich auch wirklich nehmen muss. Die CD ist übrigens gerade irgendwie hängen geblieben gewesen. Deswegen war kurz Standbild. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Nur auf jeden Fall zeigt mein Schwert in die Richtung. Das heißt, so falsch kann es wahrscheinlich gar nicht sein. Und ja, wir sind jetzt wieder in einem fucking Wald. Und wie wir alle wissen, was hasse ich an Wäldern? Ich hasse Wälder an sich. Es liegt nicht unbedingt an normalen Wäldern, es liegt an diesem Wald. Weil ich sehe nichts, es lässt sich schwer kontrollieren. Mein Pferd weigert sich alle 3 Sekunden irgendwo lang zu gehen und hat seinen eigenen Willen.
Und ich sehe keinen Ausgang von diesem fucking Wald jetzt schon wieder. Ich sehe keinen Ausgang. Seht ihr einen Ausgang? Nein, ich sehe keinen Ausgang. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Gibt's doch gar nichts. Wenn ich jetzt wieder hier lang reite, komme ich zum Ausgang, hä? Da bin ich doch hergekommen, oder? Mal checken. Ja, da bin ich hergekommen. Schön. Schöner Wald. Wirklich. Toller Wald. Ausgezeichneter Wald. Ja. Ein bedrohlicher Stein hält mein Pferd auf. Er bedroht mein Pferd. Oh mein Gott, nein. Wo geht es hier lang? Wo geht es hier lang? Ich will nur hier raus. Bitte lass mich in Ruhe, Wald. Bei einem Wald ist das Ganze hier sowieso ziemlich klein und ziemlich baumlos. Dennoch reicht es, um die Orientierung zu verlieren, schon allein der Bildschirm so dunkel wird auf einmal. Ach man, und schon wieder lässt sich mein Pferd aufhalten. Und hier war ich doch sowieso schon. Hier bin ich doch entlang geritten und da war nichts. Pferd, ey. Mann. Scheißdreck. Scheißwald. Geht's da lang? Das ist doch sowieso in die falsche Richtung. Auch wenn ich da nicht hergekommen bin. Oder bin ich da hergekommen? Oh Gott, dieser Baum, der ist so bedrohlich. Mein Pferd kann da gar nicht durch. Da bin ich nicht hergekommen, aber es ist trotzdem nicht die richtige Richtung. Aber vielleicht muss ich erstmal in die falsche Richtung gehen, um in die richtige Richtung zu kommen. Ja, hier bin ich richtig. Ach man. Ja, komm. Pferd ist so unnütz. Okay, also immerhin. Wir sind schon fast beim Kloss angekommen. Hier an der Stelle hier sind voll wichtig. Wir gleiten hier mal eine Runde entlang. Wenn wir den Wasserfall runterfallen, wäre das schlecht und sterben hier. Und ja, wir lassen uns dann hier wieder fallen. Assassin's Creed Style. Wir gehen hier entlang. Zack, zack, ab. Immer weiter, immer weiter. Und dann ins Wasser. Hey. Oh, weiter, weiter. Also wir schwimmen am besten unter Wasser. Ich habe den Eindruck, das geht irgendwie ein bisschen schneller. Wenn ich es nicht sicher weiß. Ja, doch, das geht doch schneller, wenn ich mir das so ansehe, oder? Ein bisschen schneller geht's. Okay. Ja, und hier ist dann auch der Bereich, wo wir gegen den Koloss dann antreten werden. Diesem schönen Areal hier. Das ist nur die richtige Stelle, wo er dann auch auftaucht. Unser kleiner Boss. Wer ist hier der Boss? Gottes Willen, warum nicht so eine Serie in Player Van? Ich weiß es nicht. So, ich glaube, ich muss hier in die Mitte rauf, damit der Boss sich die Ehre gibt, die Mühe zu erscheinen. Wenn sie recht ist, ja, da ist er unter Wasser, wie man sieht. Allerdings ist er kein Unterwasser-Boss. Also wir müssen nicht unter Wasser gegen ihn kämpfen, nein, er taucht auf und dann müssen wir gegen ihn kämpfen. Und das Problem, wieso wir ihn nicht angreifen können, ist das Wasser, denn seine Schwachstelle befindet sich unter Wasser. Und darum müssen wir uns etwas einfallen lassen, wie wir ihn besiegen können. Was er sein soll, ich weiß es nicht, ich kann es nur sehr schwer definieren. Sieht auch aus wie ein Minotaurus, aber ich kenne wenige Minotauren, die unter Wasser leben, also zumindest nicht persönlich. Also, ich kenne keine persönlich, die unter Wasser leben. Minotauren persönlich kenne ich schon, wirklich keine. Und deswegen ist das Ganze etwas problematisch. Auch dieser hat ein Projektil, mit dem er auf uns schießen kann. Wir schwimmen einfach unter Wasser hier entlang. Und hier entlang. Ja,
sollten dann auf seinen Rücken kommen. Nämlich genau so. Wir müssen hier erstmal auftauchen. Das wäre schön. Und dann den Rauch, damit wir ein bisschen Kraft haben. So, und wir gehen rauf, rauf, auf seinen Rücken. Und dann kommt der Trick an der Sache. Auch damals, als ich ihn besiegen musste, habe ich ein Walkthrough gelesen, weil ich überhaupt nicht verstanden habe.